merch. This shit high, boy. Kannst du da auch nicht schön, Thiago? Ich könnte da auch nicht schön mit 600 Average für, Bro. Ja, Gott, chillt. Versuch halt erstmal in Ork zu kommen. Wir müssen ein Trio rasieren und dann kannst du mal über Ovation Rave und so reden. Dann easy. Oder du wirst halt noch mehr Reichweite über Twitch bekommen. Kann ja auch sein. Aber chill bisschen. Du musst bisschen. Wenn man es versucht, schaffen wir es nicht. Da hast du recht. Aber du kannst jetzt nichts versuchen, Bro. Du hast auf Twitch im Break gehabt. Du hast nicht mehr so auf Competitive. Ja, also du hast ja eine Competitive Pause, Bro, chill. Komm nochmal rein, wir rasieren in Trio und dann gut ist, Digga. Die stehen gut in den deutschen Kommas, sie werden nicht so gehatet. Alter, Rocks, Digga, ich hab einen Cash Cup, gar nichts gut. Solo Cash Cup, weißt du nicht? Weißt du, irgendwo joinen, wo einfach keiner so memt oder so, weißt du? Sowas. Du hast so einen Shitten wie ich gerade. Kacke. Aber ja, ist ja Motelikos Entscheidung. Ich liebe Motelico. Ich liebe die Leute da drinnen, also manche, die da drinnen sind. Ja. Ey, dann sei doch Maestro, ey, das ist doch weit. Ich mag die aber beide. Ich mag die beide einfach nicht. Oh, Maestro geht eigentlich. Astella mag ich gar nicht. Aber ist ja egal. Du sagst Kacke, aber viel lohnt sich. Nein, nein, Rox, es war damit gemeint, manche Spieler, die da gejoint sind, mag ich nicht, weißt du? Erstmal Streamern hauen. Immer Psycho Brief, ja, zum Beispiel die, Digga. Sind beide stabile. Ich sag mal so, im Psycho sind Leute. Wie soll ich das ausdrücken? Im Psycho sind Leute. Die haben bei manchen ein schlechtes Bild in der deutschen Com. Sagen wir es mal so. Afrox doch, an sich Sache machen die schon gut, aber von der, weißt du, ich meine, von der Dings, na klar, ein Styler und Meister und Team zu holen ist ja krank, vor allen Dingen von der Followeranzahl, von der, wie die bekannt sind und so, ist ich meine, aber, so von ihren Sachen, wenn die scammen oder so, weißt du, ich meine, was, das ist scheiße für Psycho, das meine ich. Das meine ich, wenn die scammen, die machen halt ein schlechtes Bild auf die Org, weil zum Beispiel, ich habe das mitbekommen auf Twitter, dass von Top Adel, da haben die Rager gegen Styler, Kirby, oh, ich weiß nicht, wer es war, ich weiß nicht, Styler, glaube ich, war es. Ja, ey, nein, er hat 3 gegen 3 gegen die gemacht und die haben dann gescammt, weißt du, und dann kommt das halt kacke für Psycho rüber. Und deswegen habe ich ja gesagt, Thiago soll irgendwo joinen, die nicht irgendwie Scammer am Team haben oder so. Schönen guten Tag, Finn. Schönen guten Tag. Was geht ab? Der Grinder? Normal, Bruder. Oh, 100 Punkte noch. Let's go. Anstrengend. Wo jeder Bro ist toxic, sein Vater. Das hat nichts mit toxic zu tun. Scam ist ja was anderes, Bro. Du spielst um Geld und dann geben die das Geld nicht. Das ist ja was anderes. Shit on, Digga. Shit on! Klar, es sind viele Bros Toxic Rocks, aber ich meine, um das Scam und so, das ist ja schlecht. Wir reden ja gerade über die Org, nicht über Styler oder Maestro, das sind. Kein Plan. Das sind ja Dings. Das sind ja die Leute, die da im Team sind. Aber kein Plan. Reden nicht über die Sova-Talent. Sondern wo Blackie ist. Blackie ist doch ein Overtalent, Bruder. Also in Academy-Team halt. Aber er ist ja auch im Academy-Team. Ey, Bro, was glaubst du, Stretch? Nein, nicht Overt. Overt will ich auch nicht schön, Bro. Bin ich ehrlich. Join da nicht, das ist unnötig. Wie gesagt, du kannst Psycho joinen. In der Voraussetzung, dass du. Maybe ein bisschen so. Manche Nachrichten. Es juckt ja keine Nachrichten, aber. Maybe kann sein, dass du da ein bisschen das schlechte Bild drückst. Du weißt, wie ich meine? Ich kann dir aber Psycho eigentlich echt empfehlen, Digga. Weil Motelico, bei Gott, Motelico. Kranker Owner. Also, ich hatte noch nie einen besseren Owner, außer die jetzt von Ovation. Die sind auch echt nice. Patrick und Corsica. TC war ich früher eigentlich so gut wie drin und glaube nicht, dass er nochmal will. TC kannst du auch versuchen. Ich sag dir so: TC.
Was ist noch gut? Die CE ist gut. Psycho ist gut. Ich sag jetzt einfach, Psycho ist gut. Scheiß drauf. Meister und Seiler. Hab keine gute Vergangenheit mit denen. Oder der generell. Anscheinend können die beide mich nicht leiden. Ist ja scheißegal. Scheiß drauf. Trotzdem sind die beide. Haben Binder 3 Schweite und so. Und Psycho. Kannst du joinen. Du kannst Asteria joinen. Was ich denke, dass du es willst. Du kannst WOR joinen. Da wo Creepy und so drin ist. Janis und so. Pfeife noch rein, Brox. Hau rein, ciao, ciao. Willst du dann von Janis Set Goals? Wie meinst du? Lama, Lama. Fnatic auf keinen Fall. Ich sag mal so, was man ausschließen kann. Fnatic kann man ausschließen. Ovation, maybe. Wenn du Sonic als Manager haben würdest, dann würdest du safe, glaube ich, Ovation reinkommen. Wave auf keinen Fall. Und die ganzen europäischen Orks auch nicht, wisst ihr? Du entscheidest nicht, was er macht. Pika, ich gebe ihm gerade Tipps. Bist du dumm? Ich bin Kollege von Dings. Thiago. Warum soll ich ihm nicht helfen? Wir versuchen gerade einfach nur ein bisschen ihm zu helfen. Das macht man unter Kollegen. Was dein nächstes hier zum Join? Ich will Ovation Firma bleiben, Bro. Außer wenn halt Ovation close oder so. Aber. Ja. Sind die WO geliefert? Oh fuck. Ja gut. Weil ich weiß nicht, Junge. Wer sagt, wie man einen Ork join kann, bitte finden. Wie bist du Ovation gejoint? Bro, ich bin Ovation gejoint durch meine Reichweite. Durch so dass die haben. Ja, sie sehen halt, dass ich Potenzial habe und. Ja. Thiago ist ein Creed, ja, aber der ist halt, das ist halt ein Team. Also ich glaube, er darf auch eine Ork joinen. Also der darf beides sein. Meinst du wo davon? Weiß nicht. Wenig sag's, Bro, dann weiß ich auch nicht. Oho, wir sind Champion! Oho! Oho! Nein! Guck mal, wie war der Chat?